Mahlzeit. 27.03. Freitag. E46 M3. Cooler M3 noch, Sauger, 343 PS, mega tolles Auto, fast original, nur ein Fahrwerk drin, sieht super aus, das Auto, guter Zustand soweit. Der Kunde kam über Facebook zu uns für Keramikbeschichtung, gesagt, getan, da steht er und der wird richtig gut, macht auch richtig Spaß, an dem Fahrzeug zu arbeiten. Jo, was haben wir noch? Haben wir ja schon zwei Vlogs hinter uns. TTRS umgebaut mit Aero, also mit Performance Parts Paket, sage ich mal, Aero Kit 1, so rum. Knapp 10.000 Lackschuss hat es gekostet, habt ihr schon ein bisschen mitverfolgt. War richtig coole Arbeit, Kunde ist mega happy. Alles nahezu perfekt funktioniert, Gott sei Dank. Jo, hat jetzt zwei Schichten Keramik bekommen, kriegt jetzt noch eine Glanzschicht und dann ist das Auto auch bereit zur Abholung heute Mittag oder heute Nachmittag. Er freut sich schon und hat noch Getriebespülung bekommen gestern Abend bei uns und jetzt ist er wirklich nahezu perfekt für die Autobahn, für die Landstraße. Wollt ihr was sagen? Wir können tun und lassen, was wir wollen. Der Mini guckt immer noch skeptisch. Ja, ach so, den kennt er ja schon, ne? Aber der guckt skeptisch und... Müssen wir mal einen anderen reintun, oder? Aber ist ein geiler Typ, der war echt stetig dabei. Wollte nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Von dem her, Schwäbisch auch gut, ne? Kostet nichts. Ja, aber wir lassen ihn da. Jo, unser Stauraum momentan mit den Elektroautos, die haben wir ausgeschlachtet. Da kommen jetzt noch Getriebe, Fahrwerk raus und dann werden sie zersägt und verwertet, zerschrottet. i3 noch zulassen. Zoe-Anhänger warten wir noch ein paar Teile. Und ansonsten nächste Woche kommt noch ein Porsche, wo wir Keramik drauf machen müssen. Ein langjähriger Kunde schon mit mehreren Autos. Und wir holen unseren neuen Familienzuwachs, Geschäftsfamilien, was weiß ich was, Tiguan Allspace Airline. Ja, volle Hütte die Kiste als Diesel, Allrad und was weiß ich, allen Schnickschnack mit dabei. Holen wir in Dortmund ab am Mittwoch, am 1. April. Ja. Und werden wir auch ein bisschen Spaß haben, werden wir noch ein schönes Review machen, obwohl der schon ein paar Tage auf dem Markt ist. Trotz allem finde ich, es ist ein cooles Auto, glaube ich. Ja, wir haben Wochenende, wir gehen jetzt gleich in den Mittag, machen noch kurz die Schicht drauf und dann bleibt weiterhin gesund, bleibt zu Hause und wir sehen uns dann nächste Woche irgendwann, oder Luca? Ja. Also macht's gut, bis dann, ciao. Ciao, ciao. Danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt